Hallo Leute, hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich in diesem Video ein neues Produkt vorstellen, wie immer. Deswegen sind meine Haare auch so. Ich habe, also das Produkt ist halt eben ein Produkt von DM. Und zwar dieses Produkt hier, das ist von Alverde, das ist die Kosmetik, Naturkosmetik von DM. Und das ist halt ein Shampoo, was ich heute vorstellen möchte. Und zwar habe ich ja diese Produkte von Alverde schon früher benutzt, aber ich habe diesem Shampoo halt nie Beachtung geschenkt, weil das halt nicht so mich angesprochen hat, weil ich ja sonst halt immer Produkte suche für trockenes Haar, strapaziertes Haar, brüchiges Haar, sowas irgendwie, was halt eben meine Haare so fördert. Und dieses Shampoo hier ist für koloriertes Haar oder gesträhntes Haar. Also das ist halt nicht für meine Haare. Meine Haare sind nicht mehr gefärbt. Ich habe vor langer Zeit meine Haare gefärbt, aber ist auch schon länger her. Ich habe keine Farbe in meinen Haaren und deswegen hat mich das nie wirklich so interessiert. Und ich habe dann auch nie gelesen, was da drin ist. Und das Erstaunliche ist, dieses Shampoo hat einfach keine Sulfate, Leute. Und das kostet, lass mich lügen, 2 Euro fast. Ich werde das alles unten verlinken, wie immer. Und das finde ich halt so erstaunlich, weil viele von euch suchen ja Produkte, die eben günstig sind und als auch gut für unsere Haare und vor allem auch in der Drogerie erhältlich sind. Oh Gott. Und deswegen habe ich mich so gefreut, als ich das gefunden hatte. Ich habe das halt irgendwie, ich habe bei Google eingegeben, Drogerieprodukte, Drogerie-Shampoos ohne Sulfate, ohne Silikone und Co. Und dann war das mit in der Liste drin und ich war total überrascht, weil fast alle anderen Shampoos von dieser Serie haben Sulfate drin. Deswegen hat mich das halt so ein bisschen überrascht. Und ja, also auf jeden Fall habe ich jetzt zweimal meine Haare damit gewaschen, weil ich wollte das erstmal testen, bevor ich euch das natürlich empfehlen kann. Und ich habe heute auch so einen Testversuch gemacht. Und zwar ist das hier ja mein Shampoo, was ich immer noch benutze. Ist halt ziemlich groß, habe ich von TK Maxx gekauft. Und ich habe die eine Hälfte mit diesem Shampoo gewaschen und die andere mit, ja, diesem Shampoo gewaschen. Weil ich wollte halt sehen, wie meine Haare so darauf reagiert und welche Unterschiede ich merke. Gut, genau. Also, ich lese mal so ein bisschen vor, was hier steht. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, von Alverde, die Naturkosmetik von DM. Und da steht drauf Color Glanz Shampoo mit Acai-Beere, also wenn ich das jetzt richtig ausspreche, und also Bio-Acai-Beere und Bio-Granatapfel für koloriertes, getöntes und gesträhntes Haar. Da steht drauf, ohne Silikone für alle Haarfarben, steht da auch nochmal drauf. Und wenn ich hier auch noch hinten mal reinschaue, sehe ich wieder, dass halt eben in der Formel Acai-Beeren-Extrakt drin ist. Sowohl auch Granatapfelkerne, Jojobaöl ist hier drin. Und das ist halt aus kontrollierter biologischer Abbau. Und genau, hilft die beanspruchte Haaroberfläche zu verbessern und versorgt ihr Haar mit intensiver Pflege ohne zu beschweren. Die Pflegeformel mit pflanzlichen Glycerin und Weizenprotein ist auch noch drin, bewahrt die Feuchtigkeit des Haares, so klein immer, und wirkt einer Austrocknung entgegen. Oh Gott. Ihr Haar ist spürbar geschmeidig, leicht erkennbar. Und er strahlt in einen natürlichen Glanz bis in die Spitzen. Okay, das steht halt eben drauf und ganz normal, man soll es halt eben einmassieren und gründlich rausspülen. Und als Tipp sollte man natürlich dann hinterher mit der Spülung dann ja, weiter die Haare bearbeiten. Und ja, ich gucke mir gerade die Ingredient-List an. Hier ist Weizenprotein drin, wie schon angesagt. Noch andere Öle, die ich nicht aussprechen kann. Aber ich sehe keine Sulfate, keine Silikone und keine Parabene. Ja, das ist ja auf jeden Fall nicht drin. Genau, auf jeden Fall, das ist halt super, Leute. Also ich habe, ja, wie gesagt, diesen Test halt gemacht. Und obwohl das nicht so extra für meine Haare gedacht ist, muss ich ehrlich sagen, also was heißt nicht für meine Haare gedacht, also das ist nicht halt so für trockenes Haar, bla bla und so, finde ich trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also meine Haare, ich habe jetzt schon wieder davor nicht gepreput, weil ich möchte immer gucken, wie das Produkt halt, wie gesagt, reagiert. Und Leute, meine Haare sind nicht verknotet so, ne? Also, ihr seht, meine Haare sind nicht verknotet.
Also die sind ganz normal. Ich kann teilen, ohne dass ich Probleme habe. Ja, ein bisschen, ja. Es gibt ja immer so Ecken, wo halt ein bisschen Wahala ist. Aber es ist halt schon, es ist gut. Muss ich ehrlich sagen. Ist alles gut. Und meine Kopfhaut ist auch sauber. So, die Haare fühlen sich sauber an. Das ist jetzt schamponiertes Haar, ne? Und das ist jetzt die andere Seite mit diesem Shampoo hier. Dass ihr den Unterschied merkt. Fühlt sich genauso an wie hier. Also ich merke keinen Unterschied. Die Seiten fühlen sich beide sehr sauber an. Also ist halt alles sauber, ne? Ja. Genau, also das ist meine Haare, wenn ich sie eben schamponiert habe für die neuen Abonnenten. Die sind dann so, also wenn ich sie jetzt so lassen würde und die würden trocknen, dann würden sie irgendwann sich komplett zusammenziehen und Knoten bilden. Aber ich kann halt wirklich auch hier so ganz gut teilen. Also das Shampoo von TK Maxx kann ich auch empfehlen. Aber sonst kann ich dieses Shampoo auch empfehlen, weil die sagen ja, wie gesagt, bewahrt halt Feuchtigkeit des Haares und wirkt einer Austrocknung entgegen. Also das ist schon was gut. Ne? Es ist gut für uns, weil Afrohaare neigen ja dazu auszutrocknen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn die Produkte die Haare nicht austrocknen. Und es soll auch eine leichte Kämmbarkeit verursachen. Oder ja, dafür sorgen, dass die Haare leichter zu kämmen sind und so. Deswegen ist es auch schon mal vielversprechend. Gut, also ich kann das empfehlen. Und ja, das ist halt mein Fazit. Ich hoffe, ihr könnt was mit dem Video anfangen. Ich werde, wie gesagt, weiterhin Produkte ausprobieren. Nächste Woche werde ich dieses Produkt hier von Shea Moisture für euch ausprobieren. Ich werde das heute benutzen. Und nächste Woche mein Review dazu machen, wie lange die Feuchtigkeit gehalten hat und Co. Also bleibt dabei, die Videos kommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.